in die Stadt gehen, träumen, sich selbst befriedigen und warten. Die mögliche Zusammenfassung einer Provinzjugend. Mein bisheriges Leben füllte sich plötzlich mit diesen neuen Erkenntnissen falsch an. So wie sich das Leben in einem falschen Körper anfühlen muss. Vielleicht. Oder richtiger Körper. Aber falsches Leben. Hänschen klein geht allein in die weite Welt. Stock und Mut steht ihm gut, ist auch wohl genug. Muss es nicht um eine qualitative Verbindung von Emanzipations- und Klassenfragen in der Politisierung der Klassenverhältnisse gehen? Selbstbefriedigung, Teufelswerk. All die Dinge, die ich in den Jahren zuvor in Dunkelheit, Leiden und Unwohlsein erlebt hatte, hielten sich plötzlich auf. Herr Ribot, Ihr Buch Rückkehr nach Reims ist ein sehr persönliches Buch. Ich versuche von meinem persönlichen Werdegang aus eine soziale Struktur zu rekonstruieren. In Frankreich ist es ein System der Klassen, eine Gesellschaft voller sozialer Gewalt. Dann Schauspielstudium. Also die Professionalisierung im Umgang mit fremden, ausgedachten Persönlichkeiten. Was bei den Eltern nur Kopfschütteln und völlige Verständnislosigkeit zur Folge hatte. So stelle ich mir vor, mag es sein, als Junge geboren zu werden und sich wie ein Mädchen zu fühlen. Oder umgekehrt. Die These Ihres Buches lautet, soziale Exklusivität und Homogenität. Fuck, ey. Scheiße. Ja? Okay.